Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde 7 Days to Die mit Voucher, mit unserem Nameless und mit euch. Schön, dass ihr da seid. Tag 44. Ursprünglicher Plan war, in die 5er einzusteigen heute. Gestern hatte ich nämlich noch gesagt, spätestens zum Ende der heutigen Folge gehen wir rein. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Viele von euch wissen es, diejenigen, die es nicht wissen, erfahren es jetzt. In den 5ern bist du hier und da einfach ein bisschen länger unterwegs. Und damit ich die Aufnahme nicht splitten muss, weil das kann ich nicht, muss das zusammenhängend aufnehmen, denn wenn ich auslogge, sind die 5er erledigt, dann sind die Quests abgebrochen. Und ich habe jetzt leider nur einen kleinen Zeitslot für heute. Und die Alternative wäre gewesen, ich lasse die Folge heute ausfallen, das wollte ich auch nicht. Wir erledigen jetzt heute diese Händlerroute, gucken bei den Bobs vorbei nach unserem Motorrad. Dann haben wir bei Chen 3er Missionen offen. Ich werde den Erdbohrer jetzt gleich ankicken, dann war ich nochmal in der Mine unten. Wir müssen gucken, dass wir Stahl rankriegen für die nächste Hordenacht. Die soll ja eine Stufe höher laufen über Kämpfer plus komplette Wellenanzahl. Da müssen wir einiges aus Stahl machen. Das heißt, wir nutzen die heute, die Folge, statt dass ich sie, wie cool, das habe ich noch gar nicht gesehen. Wir nutzen die heutige Folge, um einfach noch ein paar Dinge zu erledigen, und dann machen wir bei Chen ein paar Befallene, falls wir keine Motorräder bekommen. Falls wir ein Motorrad kriegen, bei einem der Bobs oder dem Motorradlenker, und wir können es uns selber bauen, dann würde ich nochmal eine Vierer reinmachen. Ja? Dass wir heute auch ein bisschen Spannung haben, und dann machen wir die Folge so, dass wir zum Ende der heutigen Folge am Gebäude sind, dass wir morgen direkt mit dem Folgenbeginn starten. Ich werde auch einen Fuß reinsetzen in das Fünfergebäude. Damit wir unsere Ehre bewahren. Ne? Ich habe ja gestern gesagt, spätestens zum Ende dieser Folge gehen wir ins Gebäude. Ja, also ist nicht böse gemeint, aber ich will das natürlich jetzt dann schön aufnehmen, ohne Stress, möchte gemütlich auch looten. Und wenn ich es jetzt hier reinpressen würde, so wie ich es angekündigt habe, dann würde ich da halt zum Endloot laufen und wahrscheinlich dann auch 10.000 Mal irgendwie in die Bredouille kommen. Und das wollte ich einfach nicht. So, da hoffe ich auf euer Verständnis. Ansonsten würde ich sagen, geben wir mal Gas. Habe ich noch ein bisschen Holz? Oh, Schidi Schmidi, wo habe ich mein Holz schon wieder hin? Wo habe ich mein Holz hin? Das kann natürlich sein. Hier ist ein bisschen was, dann nehmen wir das mal raus. So, pass auf, damit ich jetzt nicht durcheinander komme. Ich möchte gerne den Fahrradlenker bauen. Fahrradlenker. Und da brauche ich noch die drei Schraubenfedern, richtig? Jetzt weiß ich es wieder. Für was den Fahrradlenker? Ich will natürlich den Erdbohrer so schnell wie möglich jetzt für uns bauen. Dann möchte ich gucken, ob wir den modden können. Beim nächsten Mal holen wir nämlich dann mit dem Erdbohrer Mats. Und das ist nämlich eine ziemlich coole Geschichte. So, Entschuldigung, kurz aufgekoppert. Erdbohrer. Motorwerkzeugteile brauche ich dann noch eins und einen Motor. Muss ich kurz runter einen Motor holen? Motorwerkzeugteile. Echt jetzt nur eins? Das ist ja theoretisch, ist ja sehr super billig. Hey, sag mal, wo haben wir unsere ganze gute Muni? Ich nehme schon mal Muni raus, weil wir werden heute nämlich definitiv noch was looten gehen. Und wenn wir ein Befallenes machen, ist es meiner Meinung nach auch notwendig. Komm, ich hole kurz den Motor. Wie jetzt? Die zwei sind ständig irgendwie immer da. Ich fahre natürlich vor. Ich bin da ein bisschen Found War, seitdem mobil bin, gell? Einen wunderschönen. Ich muss jetzt nicht weiterreden. Sie hat es eh nicht mehr verstanden. Die Galle! Ja? Oh, heute zittert das Spiel gerade mal ein bisschen. Was ist denn los? Zack, habe ich direkte Ohrfeige gekriegt. So beginnt der Tag. Ich muss gucken, sag mal. Also, ich hole den Motor da unten raus, das ist klar. Aber wo haben ich unsere ganze gute Muni hin, die wir fürs Fünfer weggelegt haben? Ich hoffe, ich habe keinen Scheiß gebaut. Ja, wenn ich dich hier so rumliegen sehe, Stückle, nehme ich dich natürlich mit heute. Was wollte ich denn jetzt hier? Richtig, ich wollte einen Motor rausholen. Habe ich hier einen Respawn, oder? Kommt jetzt von oben gleich was angeschnalzt? Klingt nach hier irgendwo. Oh! Ja, aber da lasse ich mir nicht Lumpe, gell? Männers. Kommt nur, kommt nur. Bums! Könnte natürlich sein, dass es deswegen ein bisschen gezittert hat heute, ne? Boah, wenn ich die beide kriegen würde, wäre es super. In die Luft geschossen mal geschwind. Okay, haben wir eine kleine Wanderhorde. Oh! Vielleicht sollten wir heute besser daheim bleiben. Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, dass ich das mit der 5 auf morgen verschiebe. Boah, ist die Hand weggesprottert. So, komm, aber umsonst rausschießen muss ich die Muni jetzt auch nicht unbedingt. Na, jetzt wie ein Schütze.
Die wird schneller, kann das sein? So, Leute, siehst du, haben wir doch schon ein bisschen Action gehabt. Eine Wanderhorde. Ich weiß, ist keine Alternative zu einer richtigen, schönen Fünfer. Aber ich soll auch wirklich jetzt nicht die Vorfreude rausziehen. Ich weiß es halt aus den alten Staffeln. Wenn du da mal drin bist, du kannst halt nicht raus. Du kannst halt nicht raus. Habe ich den Motor jetzt rausgeholt? Die Muni für die 5 habe ich unten drin. Die holen wir zum Ende der Folge, wenn wir hinfahren. Das passt. Ja, am liebsten würde ich jetzt einfach hinstehen und Beete machen. Aber das kann ich jetzt auch nicht bringen, weißt du? So, wir kicken gleich die Schmelzers noch an. Man, den Erdbohrer bauen. Wenn wir zurück sind, ist der hoffentlich fertig. Lenker, Erdbohrer. 2 Minuten 16. Also, wenn wir zurück sind, würde ich den halt einfach jetzt... Pass auf. Dann würde ich einmal ganz kurz das hier rausholen. Ich mache in Zukunft ja nur noch die High Power. Naja, nicht nur noch. Es wird auch der Tag kommen, an dem wir die Panzerbrechende machen, ne? Der kommt auf jeden Fall. Schießpulver habe ich keins mehr. Wir müssen jetzt halt Kohle besorgen demnächst. Jo, Estima hast du direkt gerade dir verdient. Dann machst du einmal hier das rüber. Das können wir scrabbern. Dann würde ich einmal in die Munikiste reingehen. Die machen wir rüber. Und ich nehme mir die mit. Mehr brauchen wir heute nicht. Dann würde ich einmal eben... Da, das habe ich aus der Mine geholt. Das ist die Geschichte. Ja, nimm mehr mit. Du brauchst auch... Und Stein muss ich auch. So, pass auf. Das hier war... Ich glaube, das war, aber es ist mittlerweile auch wurscht. Das ist auch die Bleimine. Ich schalte die ein. Geschossspitzen sind noch angeklickt. Ich würde sagen, 30 Minuten können wir heute locker. 30 Minuten Holz dafür und für Geschossspitzen. Gut. Messing. Haben wir Messing noch irgendwo rumliegen? Ich sehe hier keins. Ich sehe hier auch keins. Es ist, oh, wir müssen Messing besorgen. Soll ich meine Dukes einschmelzen? Das ist vielleicht noch ein bisschen früh, gell? Dann machen wir hier... Machen wir hier einmal die Kiste rein. Das kann auch ein bisschen länger laufen. Ist überhaupt kein Problem. Das packe ich hier direkt rein. Einschalten. Und Stahl. Weil wir müssen auch Stahltresor-Türen bauen, weißt du? So, lass ich mal kurz gucken. Mischungstechnisch würde ich auch gerne noch ein bisschen weiter. Bruchsand, kleiner Stein und Zement. Oh, gut. Zement. Bruchstein. Alter, wo habe ich gehört? Das liegt halt da unten dran, wenn du rumschnallst in der Mine. Und es kommt ewig nichts, ne? Dafür haben wir erstmal Fettmischung hier drin. Wie gut ist das denn? Ja, da ist halt nur Stein, wenn wir Richtung Norden graben unten. Das ist ein bisschen schade, aber... So. Und ja, weißt du was? Dann kann ich doch hinten... Wir sind ja jetzt eh erstmal weg. Dann kriegt der hier... auch nochmal ein bisschen Holz. Und ich mache gleich der Zement. Und dann haben wir nämlich hier alles laufen. Zemt. Bitte machen Sie ein bisschen Zemt. Oh, was ist denn los? Warum hat der kein Zemt baut? So, meine Lieben. Das heißt... Gott, das ist ein Haufen Stein. Ich hau's um. Ich hau's um. Den machen wir auch noch rüber. Ich brauche doch den nicht, ne? Ich nehme jedes Mal Stein mit. Ich weiß schon. Ich bin da eingefahren. Aber das Holz gebe ich nicht raus. So. Und jetzt würde ich sagen, hauen wir auch direkt ab. Wie gesagt, händlerroutentechnisch sind wir bei dem Bob schon gewesen. Ist nicht schlimm. Und wir haben 36.000 Dukes. Oh, warte, bevor ich es vergesse. Ich blende uns natürlich rüber zum Böble Nummer 1, ne? Der Böble mit dem Tschöpple. Ich bin gespannt, welche Fünfer wir jetzt tatsächlich machen. Das Problem ist halt, dass die schon ziemlich knackig sind. Ich hoffe, dass wir es dann auch schaffen und nicht wieder sterben. Warum bin ich jetzt nochmal hoch? Ich weiß wieder, warum ich hoch bin. Ich muss da nochmal nachschauen. Das Motorrad, Fahrwerk brauchen wir. Den Lenker haben wir. Ich war mir schon wieder nicht mehr sicher. So, pass auf. Ich brauche auch noch ein bisschen Sprit, weil das reicht uns nämlich nicht, was wir hier haben. So wird es nichts mehr im Sprit. Nur so als Info. Dann würde ich sagen, ich fahre uns jetzt blendetechnisch hoch. Ich hole euch gleich dazu, kurz bevor ich hier oben bin. Auf dem Weg dahin mache ich hier in der Stadt nochmal das ein oder andere Gefährt für Sprit. Wie war denn das eigentlich nochmal? Das haben sie jetzt geändert, gell? Aber es läuft super schnell durch. Ein Ölschiefer. Für zwei, glaube ich, war es, gell? Ja, nee, Leute, wenn wir den Erdbohrer haben, dann fahren wir doch in die Wüste, oder? Dann können wir ja in der Wüste... Wir müssen ja keine einsame Mission machen für ein Rekt. Wir können einfach in die Wüste fahren, Ölschiefer farmen, dann suchen wir uns ein schönes Gebäude. Vielleicht ein Crack-O-Book, kleines oder sowas. Also, wir sehen uns gleich oben beim Bob, hoffentlich mit viel Sprit. Und hoffentlich
Noch mit ein paar Büchern, die ich aus den Briefkästen gleich rausziehe. Bisschen was ist zusammengekommen. Ich habe aber noch keinen Tropfen Benzin mehr verschwendet. Wenn jetzt nämlich gleich das Motorrad da drin ist zum Kaufen, kaufe ich es. Es sei denn, das Fahrwerk ist drin. Dann kaufe ich das Fahrwerk und fahre heim und baue. Aberle kalaberle, was auch immer mich zum Motorrad führt, als nächstes wird gemacht. Ob ich dann nachher einen Lenker zu viel daheim rumliegen habe, ist mir echt egal. So, das Wetter spielt auch wieder super mit. Ich glaube, ich habe sogar Motoren bekommen. Ein Sattelschlepper war dabei. Und noch zwei, drei Bücher. Schauen wir uns gleich gemütlich an. Drücken wir die Daumen. Ich weiß, ich bin sehr oft beim Händler und ihr müsst sehr oft die Daumen drücken. Aber irgendwann muss es ja auch mal klappen. Vielleicht drückt ihr einfach mal richtig mit. So, warte. Dass ich jetzt zweimal laufen muss. Nehme ich natürlich schon mal meine Kohle mit. Denn wir spüren es. Wir spüren es. Nein, nicht sagen. Jedes Mal, wenn ich sage, ich spüre es, passiert es. Ich spüre gar nichts. Ich bin so ungespürt heute. Oh, warte mal, die kann ich ihm doch verkaufen hier, die 20. So, Bob. All prices are fair here. Oh, ich habe wieder zwei Punkte, Leute. Wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört? Bei Int wollten wir, gell? Ich meine, das Gute ist halt, dass wir bei den, wenn wir das hier skillen, 270% Schaden mit Kopfschüssen. Und Robotikgeschütztürme haben eine Chance, 40% dein Ziel zu... Wird halt Zeit, dass wir mal eins kriegen. Ich drücke jetzt drauf. So, jetzt muss ich als nächstes hier... Boah, drei Punkte kostet es. Und ich habe halt die Innenbrille noch auf, ne? Egal, egal. Es ist unser Ziel. Das machen wir. Erstmal auswählen. Dankeschön. Scheiße, ich brauch's Fahrwerk, Bob. Ich habe extra geguckt. Alter, nee, oder? Ich brauch's Fahrwerk, Böble. So, heute nimm mal das falsche Buch verkaufen. Zack. Ja, no. Ja, was will ich machen? Was will ich machen? Was will ich machen? Er will's nicht. Er will's einfach nicht. Oder? Ja, ich habe extra nochmal geguckt. Es war da, wo ich hoch bin, wo ich nicht mehr gewusst habe, warum ich hoch bin. Ach, komm, hör mal auf. Ich kann dir doch schon gar nicht mehr leiden, wirklich. Ach, es ist übel. Ah ne, fahre ich jetzt zum zweiten Böble. Da fahre ich zum zweiten Böble. Und dann machen wir Dreier Missionen. Und wenn sie keine Dreier Befallenen hat. Wenn sie heute keine Dreier Befallenen hat, dann machen wir noch was Vierermäßiges bei unserem Handy. Wie weit bin ich noch? Ich gucke nochmal ganz kurz. Wichtig ist das mal immer. Motorrad. Fahrwerk 26, das kannst du vergessen. So viele Bücher, da müsste ich alles umskillen und ich habe jetzt aber keinen Bock umzuskillen. Nee, weißt du was? Ganz einfache Geschichte, ist jetzt Chancen gibt's ja. So, schneller Wegpunkt zum zweiten Böble. Und dann opfere ich jetzt doch einen Schluck Benzin. Ich würde wahrscheinlich sonst nicht hochkommen. Gucken wir mal hier rein, ab und zu ist ja da auch Benzin drin. Jupp. Schimmliche Brötle ganz selber essen. Ach, verdammt! So, ich habe auch schon mal gescrapped hier ein bisschen, dass wir das alles nachher schön haben. Hat da jetzt jemand geschossen? Keine Ahnung. Wir sehen uns gleich hinten beim nächsten Bob. In der Regel, wenn ich hier hochfahre, um zu gucken, ob das gewünschte, ob die gewünschten Waren beim Händler vorrätig sind, habe ich immer ein super Gefühl. Aber jetzt, das erste Mal, dass ich jetzt hier hochfahre, und ich glaube selber nicht mehr dran, verstehst du? Das Ende aller Hoffnung. Das Ende aller Hoffnung. Bis heute. So. Hast du gespuckt? So. Geht mir es auch nicht besser. Also wenn ich nach ein paar Keulenschlägen schon das, immer noch das Gefühl habe, mir geht es nicht besser, dann... Alter, das ist ja die Hölle mit dem Motorrad dieses Mal. Ich loot jetzt einfach noch ein bisschen, dass ich mich noch ein bisschen... Ich muss ein bisschen runterkommen noch. 40 Sprit, die Hälfte habe ich direkt verballert. Hä? War da nicht gerade was anderes drin? Ich bin verwirrt. Achso, ja, die Bücher, richtig. Schrotflinten verursachen 10% mehr Schaden. Yay!
Jetzt habe ich genug Verbände, das ist mein Geheimnis. Das Ödern ist voll. Man kann nie genug Verbände haben und Stoff ist oftmals schwer zu finden. Also habe ich mir angeeignet, wie man Pflanzenfasern zu Stoff webt. Gut. Fahrzeugfertigung. Super, wir sind eins näher dran. Und Fertigung von Handfeuerwaffen. Pistole Qualität 1. Da sind wir aber durchgezogen. Verkaufen. Ja, Kohle muss ich auch noch farmen. Kohle muss ich auch noch. Da war doch gerade eben, habe ich doch irgendwie. Was ich meine? Ich habe doch da drauf gedrückt und da war doch ein anderer Loot drin. Länger rumeiern bringt jetzt hier auch nichts, sagst du? Hast du recht. Geh mal direkt gucken, dann wissen wir's. Bin auch nicht ganz sicher, ob ich die Musik heute gut finde. Nix, komm, das bringt ja nichts. Was braucht man als Fahrwerk, gell? Immer noch. Anything you like? Ja, ein Motorrad. Boah, der hat immer nur einen Teil im Moment noch und da ist auch nicht drin. Ich fahre jetzt nicht mehr hin. You have a great day now. Naja, klar, weil du weißt, wann ich einen großartigen Tag. Ey, ist doch der Hammer, ey. Nee, Leute, soll nicht sein. Soll nicht sein. Wieso verkaufe ich denn das? Brauche ich doch noch. Ach, das ist ärgerlich. Ah, nee, machen wir Mission. Tschüss. Will gar nicht mehr länger drüber reden mit dir. Nee, dann tanke ich jetzt mein Mofa voll. Fahr heim. Ich hole euch gleich ab. Dann gucken wir mal, ob Jen uns eine Dreier Gefallene gönnt. Oder ob wir dann eine Vierer machen bei unserem. Jetzt gucken wir mal, wie es Jen geht. Ob sie uns eine schöne Dreier Befallene vielleicht hat, die wir noch nicht kennen. Und. Ja. Kurz vor der Tanke immerhin. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Und ich muss aber eins jetzt an der Stelle mal sagen. Dieses Minibike war eine der besten Investitionen, oder? Die wir getätigt haben in dieser Staffel. Yes, Babe. Habe ich da jetzt Sprit bekommen oder nicht? Glaub nicht, gell? Aber guck mal, Bams. Guck mal, wie viele Stahlbarren da jetzt rausgekutscht sind. Nix. Ich glaube. Okay. Jetzt mal Nummer für mich. 54. Und wenn ich ihn repariere. 264. Okay. Okay. Dann werden wir das in Zukunft so machen. Hast du. Au, Scheiße. Ich fahre die ganze Zeit in der Annahme hier rum, dass wir Rap-Kits haben. Die sind aber hier nicht drin. Nee, also ich brauche nochmal so viele Bücher. Ich müsste jetzt auf Fahrzeuge skillen, dass wir mehr Bücher finden. Oder wir haben Glück und beim Freischalten der Vierer-Mission bei Chen gibt es das Motorrad als Präsent. Oder war es von der Vierer auf die Fünfer? Weiß ich nicht mehr. Alternativ kann ich natürlich jetzt noch tausendmal alles abfahren, aber irgendwie habe ich hier bald kein Böckle mehr. So, mal kurz hier durch die Hochzeitsfeier durch. Fahr mal bitte nicht in den Dings, sonst musst du. Ja, ist egal. Ich dachte eigentlich, ich wollte euch bei Chen reinholen. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin, Leute. Die war doch hier, da vorne ist sie. So. Spaß hat, aber gucke ich jetzt mal bei ihr. Nee, ich habe echt keinen Bock mehr, da hochzufahren jetzt. Das Minibike ist doch eigentlich cooler, oder? Nee, ist es nicht. Das Minibike war nie cool. Das Motorrad ist schon ziemlich geil hier in dem Spiel. Ja, hau der Spritzler rein. So, Jen, Baby, dann lass mal gucken. Lass uns erna mal schauen. So, what are you buying today? Nur mal Spaß halber, nur mal Spaß halber. Nix will ich kaufen. Gar nix, gar nix. Scrap for fun. Nee, hab ich auch keinen Bock. Ey, wenn ich die anderen Sachen dann alle nur möchte. Befallene. Eine. Hühnchen? Family Farms? Sag mir nix. Achso, warte mal. Ich schleppe schon wieder einen Taufe. Ey, aber gut, es geht jetzt eher noch darum, dass wir noch ein bisschen Action haben. Trotz allem. Will ich alles eigentlich behalten? Ein bisschen was kriege ich noch ins Mofa reingeballert. Okay.
Thanks for the business. Jo, bitte. We're open from dawn to dusk. Ja, das hilft mir nichts, wenn die Ware nicht stimmt. Wo ist mein Bikele? Ich bin natürlich nur gespielt, aufgeregt. Ne? Ich bin echt happy, dass wir zumindest hier unser Mini-Bikele haben. Ist ja okay, man soll ja die Sachen auch nicht geschenkt kriegen. Aber in den alten Staffeln war es halt immer schon so, dass wir es recht früh alles bekommen haben, ne? Oder zumindest schneller als so. Was ist das? Ist das diese eine Farm, wo man mal ganz am Anfang, wenn man da ins Maisfeld reinläufst, wo gleich so ein Haufen Zombies kommen. Guck, das Wetter ist wieder da. Ist doch alles gut. Morgen haben wir unsere Fünfer. Wie gesagt, mein Ziel wäre jetzt mit euch die Dreier Plus zu machen, abgeben. Blende zum Joel. Und dann suchen wir uns gleich schon mal unsere Fünfer raus, dass wir wissen, wo wir hinwollen. Und dann gehe ich noch die Muni zu Hause holen und dann bin ich morgen startklar direkt. Wenn wir das jetzt hier überleben. Falls ich jetzt hier sterbe, kann es auch gut sein, dass ich alles immer umwurschtel. Ja, tu mal gefallen. Guck mal ganz kurz. Okay, da war es zuerst. Alles klar. Welche Farm ist denn das? Ich weiß auch nicht, ob wir die schon haben, aber da vorne ist. Na, Maisfeld ist es, aber es ist nicht das Gebäude, wo ich gedacht habe. Ebert daheim. Pass auf. Das passt soweit. Wie sieht's? Achso, da hättest du aber was trinken können. Ne? Machen wir deine Muni hier rüber. Deine Muni, die Knete rüber. Den Sprit tanke ich gleich rein. Dann machen wir die Stahlbarren rüber. Die werden wir jetzt da nicht bekommen. Öl nicht. So, das war's. Oder so ist es halt. Achso, ja, das ist egal. So, was haben wir? Fertigung von Rüstungen. 4 Papier. 4 Papier. Oh, die Schrotze ist auch bald durch. Ich traue ja dem Maisfeld hier schon nicht. Ne? Bin ich jetzt erschrocken? Deswegen bin ich kein Polizist. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt gerade im Dienst, lauf hier vorbei und irgendwo liegt so ein armes Schwein, weißt du? Leute, deswegen bin ich kein Cop. Ich glaube, ich würde halt einfach losballern. Junge, Junge. Wie willst du aus der Nummer rauskommen, ne? Jetzt schon ein bisschen Platz. Aber wenn hier so Schweine sind, ich weiß nicht, zählen die dann säubere Gebiet? Ich laufe am besten immer übers Feld. Haha. Ist doch prädestiniert dafür, dass du gleich hier die ganze Meute pulst, ne? Potato. Oh, das könnte ein spanischer Song werden. Potato, Potato. Ich gehe das Silo hoch. E potato, e potato. Dumme Sau. Ich muss außenrum. Ach, ich sag's dir. Da ist doch bestimmt eine Klappe drin, oder? Ne? Okay. Bin ich erschrocken mit dem Schwein? Den Mais sammle ich jetzt hier nicht an. Ich habe ja ein eigenes Feld, ne? Tja, aber wo geht's für uns rein? Ich nehme mal an, da, wo das Licht brennt, ne? Soll ich dich befreien? Freiheit für die Hühner! Solche ranzigen Gebäude vermitteln nie den Eindruck, dass es Fünfer-Missionen sind, ne?
Also manchmal. Manchmal sind die Animationen schon eine Nummerle. Ist da eine Befallene, oder? Ich weiß, nur eine Dreier, aber da haben wir schon andere Augen gemacht. El potato, el potato. El potato, por favor. Kürbis. Kürbisfeld wollten wir noch anlegen. Bier. Mensch, Hopfen, richtig. Hat mich letztens jemand von euch daran erinnert, dass ich eigentlich ein Hopfenfeld anbauen wollte. War da jemand? Was ist denn das hier wieder für ein Zugang? Merkst du, dass da was nicht stimmt? Sind das eigentlich immer die gleichen Stärken oder gibt es eine bessere wie plus 1 Int? Stimmt was nicht, ich sag das. Ich spüre das. Okay, ich gehe hoch. Fertigung, Reparaturwerkzeuge. Zwar glaube ich, aber irgendwie ist... Bounce, bounce! Wheels of fire, burn the night, ride across the sky. Und deswegen bin ich kein Heavy Metaler, also kein Liedsänger. Schon zwei Berufe erklärt heute, warum ich es nicht mache. So. Aber da gibt es einen Trick, wie man das mit der Stimme hinkriegt, ohne dass man sich alles kaputt macht, gell? Trotzdem, Wheels of Fire, burning, bam, 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 bam. Ich jetzt noch den Schreier könnte, wäre es geil, aber kann ja auch nicht. Deswegen will ich ruhig im Zock weiter. Morgen! Also bis jetzt ist es nicht wirklich übel. Ja gut, wir haben aber auch mittlerweile bessere Waffen und alles, ne? Jetzt habe ich sogar das Gefühl, dass die Endwelle für uns gar kein Problem ist. Siehst du das schon? Kurz, kurz nachladen. Wir sind jetzt schon durch, ne, oder? Boah, ich glaube, dich habe ich in grün noch nie gesehen. Boah, der sieht ja giftig aus. Ne, wir sind noch nicht fertig, Leute. Ach, richtig, die eine ist unten noch irgendwo. Spatzel? Spatzel. Ja, du bist auch mein Spatzel, aber du bist nicht die, die ich gedacht habe. Leute, das ist ein gelber Halbi, gell? Ja, guck mal, der ist nämlich auch viel schneller. 825 Pünktlern. Oh, Alter, ich dachte, die geht ein bisschen länger, die Quest. Ne, die war jetzt nix. Die war nix. Aber unsere erste Dreier bei Jen. Noch vier Stück, dann können wir die Händlerroute machen. Und eine Munikiste mal freigeschalten. Jo. Oh, da ist aber saftig Zeugs drin, mein lieber Mann. Da ist aber saftig Zeug drin, oder? Baut der Türmle, der gut, dann gucken wir das an. Okay, nee, da freue ich mich über die Muni. So, was haben wir? Handwerksfertigkeit. Elektrisches war das. Elektrisches habe ich es nicht lesen, so schnell war ich. Erstmal oben den Koffer. Nochmal so ein Schläger für ein bisschen Knete, gar nicht schlecht. Dann haben wir einmal größere Mengen. Was? Des einen Müll, des anderen Schatz. Finde mehr Schrott in Beute, also größere Mengen davon.
Danke. Finde mehr Schrotte. Yay, wir haben ein neues Buch. Aber es ist anders gemeint, wie ich es jetzt... So, den verkaufen wir. Den nehmen wir natürlich mit. Das nehmen wir auch mit. Das kann ich daheim nachfassen. Da haben wir ja schon angefangen. Und ein bisschen Zement. Und welche Teile sind das? Stahlwerkzeugteile. Die sollte ich aber eigentlich mitnehmen. Lass mich mal kurz gucken. Haben wir... Also, haben wir da nochmal Plätzle? Zement nehme ich mit, Kartoffeln bauen wir selber an, Stahlwerkzeugteile bauen wir nicht an, deswegen nehmen wir die. Jo, okay. Also, wie gesagt, wir gehen das gleich noch gemeinsam vorabgeben, dann suchen wir die Fünfer für morgen raus und dann sind wir morgen gleich bereit. Fertigung von Klingen, ein Buch und Jagdmesserqualität 2. Das haben wir schon hier, aber das lerne ich jetzt einfach nochmal spaßhalber, dann ist das auch erledigt. Dann sind wir fertig. Keine Überraschungszombies oder so. Ich habe sogar die Munikiste. Okay. Jetzt überlege ich gerade. Zeit haben wir noch ein bisschen. Ich mache es folgendermaßen. Wir geben jetzt ab und dann mache ich nochmal eine kleine Blende. Und diese kleine Blende nutze ich, um ganz kurz schon unsere Muni für die Fünfer zu holen. Und dann gehen wir nämlich schon direkt ans Gebäude heute gemeinsam. Was nehmen wir mit? Auf jeden Fall Shotgun-Muni. Ich war doch in der Scheune nicht drin, oder? Oh, das sieht geil aus. Spiel nicht mit den Gelben. Manchmal ist es schon krass. Für was ist da nochmal eine Scheune? Also entweder habe ich das Gebäude ausgetrickst. Warum liegt denn der Stroh? Vielleicht ist es noch nicht ganz fertig. Jemand von euch einen Plan, was es mit der Scheune hier so auf sich hat? Das hasse ich, wenn das passiert. Irgendwas klopft, ne? Wenn jetzt blöd läuft, haben wir einen Zombie-Bär. Ich will nur kurz gucken. Doch, doch, da ist schon was, gell? Habe ich jetzt schon gesehen da hinten. Okay. Ein kleiner Spaß aber nur. Munitionstäschle. Einmal Fertigung von Knüppeln. Verbesserung. Und die kann man verkaufen. Und dann haben wir noch die Handwerksfertigkeit. Bisschen Matz und Farbe. Ja, was habe ich mit der Farbe? Die brauche ich jetzt eigentlich nicht. Aber da lassen will ich sie dann auch nicht. Okay, warum nicht? Kann man mal machen. Alles klar. So, meine Lieben, jetzt aber abgeben. Das bremst den Fallschaden, gell? Hahaha. Du hast es gemacht da hinten drin, du Gammelmammel. Gut, alles klar. Nee, wir geben jetzt ab, holen uns die Quest und ich hole euch morgen daheim ab. Dann richten wir die Sachen gemeinsam. Wir werden ja nachts einsteigen, ne? Weil, wie gesagt, ich konnte die Fünfer jetzt nicht aufnehmen, weil ich nach der Folge direkt weg muss. Und jetzt habe ich gerade auf die Uhr geschaut. Aber besser als ein Ausfall, dachte ich mir. Und... ich würde jetzt gerne sagen, hat sich gelohnt, wir haben das Motorrad, haben wir nicht. Aber wir haben zumindest für Chen eine Mission schon mal erledigt im Dreierbereich. Denn ich glaube, auf Fahrzeuge skillen, da würde ich lieber mal was anderes noch skillen. Und der Weg ist halt ziemlich weit und die Chance, dass wir es beim Händler bekommen, die gibt es schon, wenn ich da auch noch mal ein bisschen skill. Ich fahre bestimmt noch mal hin und gucke irgendwann, aber nicht heute. Und beim nächsten Mal nicht gleich. Von daher... ist Chen auf jeden Fall eine schöne Option, vielleicht das Glück zu haben.
Oder wir machen das, wie das im Real Life bei mir immer funktioniert. Wir wollen jetzt gar kein Motorrad mehr. Und dann passiert es meistens. Aber das Leben merkt, wenn du es ernst meinst. So, schauen wir mal. Ein paar Rap-Kits muss ich noch herstellen. Also die war jetzt, war halt eine Dreierbefallene. Ich dachte, dass da wenigstens so eine Welle irgendwie aus den Scheunentoren raushüpft, ne? You're looking kinda... I knew you had it in you. Good work. Anna, ich wollte erst kurz, den kannst du haben. Den und die. Genau. Das mal auf jeden Fall. Jetzt zeig mal. Die bringt 756. Stahl haben wir jetzt daheim durchlaufen. Kohle haben wir eigentlich genug für das, was wir als nächstes kaufen wollen. Das Buch kennen wir. Ich hole das Päckle hier. So, Jen, erstmal ist gut. Gehen wir mal kurz raus. Ich will natürlich mit euch die Bücher angucken. Morgen. Ich freue mich auf morgen. Dann vergesse ich auch ein bisschen, dass ich ein Motorrad will. So. Reicht das 4 Plätze für das, was ich jetzt hier aufmache? Ja, ne? Fertigkeit von Fallen. 2 Bücher. Nichts freigeschalten. Vorschlaghämmern. Qualität 2. Und Knüppel. Gut. Also. Dann würde ich sagen, Blende. Und dann schauen wir mal, welche Fünfer wir morgen kriegen. Am geilsten wäre es, glaube ich, wenn wir eins nehmen, das ich noch nicht kenne vom Namen her, ne? Shotguns kennen wir, auch wenn sich's verändert hat. Also eins, das wirklich als... Dann fahren wir auch nicht direkt hin. Also schon morgen, aber nicht heute noch. Ich hätte gern eins, das ich tatsächlich noch nie gelesen habe. Sind wir mal gespannt, ob es sowas überhaupt gibt. Aber es kamen, glaube ich, neue dazu. Was mir auch gerade einfällt... Bei ihm haben wir ja noch gar nicht geguckt nach dem Reset jetzt, ne? Guck mal, was der für ein schönes Dach hat. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. Hat der renoviert jetzt die Tage? So. Hi. Mein Eingeben kann ich ja mal. Bewegungssensor. Okay, mein Freund. Hast du eine Aufgabe? Eine Befallene machen wir noch nicht. Was wäre das hier? Shotgun, das ist bei uns vorne. Dann hätten wir das hier. Poppin' Pills Factory kenne ich, glaube ich, aber da hätte ich Bock drauf. Hier Gashi Residence. Muss ich aufpassen, das darf ich, glaube ich, nie annehmen, gell? Also nie aktivieren. The Last Sunset Nursing Home. Das ist auch bei uns vorne. Und als Befallener hätte er Mortician House. Das kennen wir. Ne, wir machen das hier. The Last Sunset Nursing Home. Das kenne ich auf keinen Fall. Und das ist bei uns vorne. Und Hiyagashi, da muss ich aufpassen. Das ist nämlich mein Base weg. Ja, das ist bei uns vorne, Leute. Ne, guck mal. Das ist hier, dieses Nursing Home. Ist nicht das alte Krankenhaus, oder? Ja, und hier ist mein Gebietsschutzblock. Feuerwehr, zack. Dann ist der Luigi hier drüben. Also ist nicht weit auf jeden Fall. Also, dann haben wir unsere Aufgabe für morgen. Wie gesagt, wir müssen noch die Munition holen, die 7er. Dann würde ich gerne ein, zwei Rap-Kits, dass wir wirklich frisch am Start sind. Ja, dann fahren wir morgen wahrscheinlich gemeinsam rüber, wenn es Nacht ist. Dann fangen wir nachts an und dann genießen wir es. Ich freue mich drauf. Leute, bis morgen.